Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem Beginn des Grande Finales von Let's Play Parasite Eve. Ich bin es, Sam Simafix. Unsere Reise nähert sich hier langsam ein Ende. Neujahr sollte so langsam kommen. Und ich hoffe, ein Neujahr ohne Eve. Beim letzten Mal haben wir es hier geschafft und Eve ausfindig gemacht. Wir haben sie endgültig bezwingen können und unserer Schwester nun hoffentlich ein bisschen Frieden geschenkt. Doch die Frage ist, war es das schon? Hat sie das ultimative Wesen hier gebären können? Wie geht es weiter? Was wird aus Maeda? Auf diese und viele weitere Fragen finden wir nun bald eine Antwort. Ich hoffe, das eklige Ding ist mit seiner Mami da unten im Herzen versenkt. Aya, come on! Aya, what's wrong? Eigentlich sollte es geschafft sein, aber ist es noch nicht geschafft. You're a great Aya. Shows that only my partner can pull it off, huh? Yes, Aya, I'm relieved that you made it back safely. Why the hell did Eve have to bring all this up to the State of Liberty? Because of the ocean and what it symbolizes. The sea is the mother of all creation. This is where she wanted to give birth. Okay, gut, wir können uns ein bisschen frei bewegen, schön. Daniel, if you don't mind, I'd like to have some time for myself. Lorraine. Genau, seine Frau war ja ein Teil dieses Schleims hier. Everyone else has been guided inside, miss. Okay, schön. Können wir noch mal jeder machen? Der Sternenhimmel sieht irgendwie ganz schön aus. So, okay. Da kommen wir nicht hin. Schade. Ja, okay, also im Endeffekt bleibt es Eves bezwungen. Also, ich denke, sie wird dieses ultimative Wesen doch noch geboren haben. Und das müssen wir jetzt noch bekämpfen, aber nun gut. Wir haben ja die Army dabei, oder? Immer, das ist nicht wie sonst immer, wo die Army sagt, oh, ihr Deppen von wegen. Ja, es gibt keine Bedrohung und dann müssen wir erstmal eine halbe Stunde alleine kämpfen. Nee, die sind von Anfang an angerückt. Da, Kampfschatz. Keine Wucht mehr. Er scheitert daran, dass sie die Tür nicht aufbekommen hat. Happy End. No need for this anymore. You take it. Keep it as a souvenir, huh? Yes, thank you. Ah ja. Wayne came all the way from the present to see you. Yo, wait, ah ja. I'll be outside, the smell of oil makes me rather queasy. I knew it. Yeah, I knew you could do it. When I heard that you blew that thing to bits, I had to come over here. Everyone's saying that you're the number one cop in NA right now. Hey, what's wrong? You killed that thing, aren't you happy? I guess you're in shock or something, huh? Yeah, probably tired. I'll take the thing here, theater, in your way. So, you rest up now, you hear? Hold equipment. Mal kurz mal sortieren. Und dann tun wir unser Inventar ein bisschen ausräumen. Also, Protector. Move. So, was haben wir hier? Maeda's Gun, die brauchen wir. Die kann ich auch nicht ablegen. Das ist das Zeichen dafür, dass noch irgendwas kommt. Wenn wir nämlich ganz sicher am Ende einsetzen müssen, was auch immer rauskommt, Eve 2.0 zu bezwingen. Die macht 100 haben wir ausgerüstet, den kann man auch raus tun. So, klar, die brauchen wir. Tune up. Ja, kann's nicht, ich weiß schon. BP habe ich wahrscheinlich keine. Schade. Wäre ganz nett. Hold Equipment, Hold Items. So. Revive. Oh Leute, wir haben ein bisschen wenig Ausrüstung. Den Marita kann ich immer noch nicht weg tun, oder? Okay, Clamp Key. Den können wir weg tun. Ich tue mir jetzt einfach alle Medizin, die ich jetzt habe. Tue mir jetzt einfach mein Inventar. Okay, ich habe eigentlich keine Medizin mehr. Weil Medizin 1 muss ich jetzt nicht reintun. Das ist Zeitverschwendung. Prevents Darkness vielleicht nicht, aber Prevents Poison, wenn schon, oder? So, Prevents Poison tun wir uns rein. Ach, dann tun wir hier auch eins von denen rein. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es.
Ansonsten habe ich leider nichts. Ich wollte echt gar nichts sonst. Ja, okay. Ja, aber mit 90, das ist zu wenig. Das bringt es nicht mehr. Okay, liebe Leute. Danke, Freund. Hey, also so many for blowing either way, I'll engrave your name on any weapon. Just weapon and armor. Ja, mein M 800 natürlich, was sonst? Oh, kann ich das benennen? Sehr schön. Wie nennen wir es? Death. Death Kid. Death. Deathbringer. Undertaker. Nein, wie nennen wir sie? Ich denke gerade an Death the Kid, aber ich weiß nicht, wie der seine. Avery and Ivory. Das waren die Waffen von Dante, aber die haben ja alle zwei Waffen. Mir fällt keine coole Name ein. Excalibur. Dann nennt sie Excalibur. Excalibur. So. Nein, Excalibur geht nicht. Okay, dann machen wir nicht. Was machen wir dann? Mir fällt nichts ein. Excali. Batarang. Batarang, Batgun. Wir machen es die Batgun, so. Die Batgun, liebe Leute, weil ich hier ein Bild bei mir in der Wohnung von Batman sehe. Die Batgun. So. Die Batgun ist nämlich unbesiegbar. Mit der Kraft von Batman kann ich alles besiegen. Also, Batgun. Was ist das? Oh, sehr schön. Jetzt habe ich wieder alles weggemacht. So wie es aussieht, wird das noch ein langer letzter Part. Vielleicht ist auch schon alles vorbei, Mann. Und das ist einfach so fürs Postgame, dass ich meine Waffen hier mitnehmen kann. So, die Batgun. Okay, die Batgun nehmen wir mit. Passt. So, und CR Protector machen wir auch. Keine Ahnung. Rüstung? Mir fällt kein Name für eine Rüstung aus. Dem Blutrüstung. Blood Shield. Aber das passt nicht rein, oder? Und es ist eigentlich kein Schild, aber egal. Blatter. Wir nennen es Blatter. So, weil Blut ist immer gut. So, Blatter. It's great being on this cruise, huh? Gotta tell my mom about this. Hoffentlich wohnt ihr nicht in New York. Nein, ich wollte eigentlich nur noch ein bisschen mit dir reden. So, okay, dann muss ich nochmal mit Maeda reden, oder? Also, mit Blatter und natürlich, wie habe ich meine, Batgun, genau, mit der Batgun werden wir das schon schaffen. Eigentlich ist die Batgun, hat doch nur einen Enterhaken, aber egal. Some Christmas, huh? Tell me about. Kommt, da ist jemand angeflogen. Ich finde es immer nett, dass sie den Helikopter nicht animieren. Also, haben es geschafft. Wo sind meine Sterne? Sorry, we're late. We could not approach the creature without absolute confirmation of its death. Your help was greatly appreciated. Please, rest inside. A citizen of the... What's going on? What? What is it? You scare me. That huge creature that the Mitrohondia was creating was... It couldn't have been the uterus for the ultimate being, no. Das ist das hässlichste Baby, was ich in den letzten 20 Minuten gesehen habe. What the hell is that? You've got to be kidding. Ich habe meine Waffe übrigens nachgeladen. That is the ultimate being. We didn't make it in time. What are those explosions? The Mitrohondia energy must be out of control. To the point where it is causing these explosions. We escaped the helicopter. Please follow me. Guess all we can do for now is run. Wayne? Aya, come on. Aya, what's wrong? I have to take care of this. Aya, no!
Don't worry about me. I'll be back. Please. Please hurry. Shut up, man. Please take. Cut it out with the voodoo stuff already, huh? We can't be wasting time. No. Daniel, please. This is different. It's not the voodoo stuff. Hurry, please. You two should go now. We're coming back to the no matter what. You hear? Will mir nicht immer mein Inventar zu Maeda? Ich hätte meine Waffe nochmal nachladen sollen. Zeit, die Sache zu wenden. Zu Ende zu bringen, Baby. Ultimative Lebenswesen. It's Yumi. Who's gonna be the one make it through? That's the question. Oh, philosophiert sie jetzt noch. Hab ich immer noch voll Leben? Okay. 2 Schaden, okay, das ist schon mal gut. Aha, okay. Ah, 400, 500, das ist schon mal gut. 600, 700. Okay, solange es nur mich anschaut, stört es mich nicht so sehr. 600, 700, einfach wegbleiben. Ich will nur noch deine Nabelschnur, Mann! Super, Miss, okay. Ja, okay, warte mal. Ich mach das auch dumm. Ich kann nämlich immer ganz entspannt healen und dann einfach so einen Schuss noch abgeben. So. Weg. So, Heal 2. Ganz entspannt healen. Ha! Down, Baby! Burn, Mann! Wie deine Mutter geburnt! Komm, glaube ich, nicht so gut an. Was? Is it growing? What's happening? Was? Okay. Ich habe mit... Ich habe mit sowas fast leider gerechnet. Aber ich hatte jetzt eher gehofft. Nicht, dass es so schlagartig kommt. Okay. Also es altert. Ohne Hass kann man seinen Attacken halt einfach nicht mehr ausweichen. Okay. Apropos ohne Hass kann. Oh, er ist tot! Oh ne, es ist nicht tot. Es wäre mir zu leid gewesen. Verschwende der Schuss schon wieder. Nein, nicht verschwende, sehr gut. Ja, genau. Es ist so geil fair, Mann. Es ist so geil fair. Oh Gott, so hart viel Leben verloren. Ja, komm, tank ihn. Tanks wie ein richtiges Mädel. So, was sind wir? Was? Ich hab doch... Ich hab doch eine Medizin genommen. Die hat einfach wieder reingenommen. So, jetzt schnell. Alter, kill this Drecksviech, Mann. Barrier? Absorb Damage, aber nur einmal. Und das kostet dann so saumäßig viel Energie. Das lohnt sich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich mach jetzt... Na, ich mach auch nicht Haste, weil ich könnte jetzt krepieren. Alter, es ist so unfair, Mann. Sag mir mal einer, wie ich da ausweichen soll. Oh! Immer der ist direkt Viech bezwungen. Okay, das war das größere Problem. Der Laser macht zwar deutlich mehr Schaden.
Okay, falsche Seite. Aber ganz ernsthaft, das ist mir wurscht, Mann. Der kann nicht mehr, außer die Attacke scheinbar. So, jetzt. Wäre halt aber trotzdem schön, wenn ich nicht immer genau in seine Attacke reinlaufen würde. So. Ja, genau. Mach's auf der Seite. Sonst hat er jetzt die ganze Zeit immer auf der anderen Seite gemacht. Jetzt macht das natürlich auf der Seite. Schlimm ist, wir haben danach noch eine Phase. Schlimm ist, wir haben noch danach eine Phase. Heißt, wir müssen jetzt sein ganzes Leben hier durchleben, oder? Ha! Drecksbaby, Mann. Ich hasse Kinder. Ich habe Kinder schon immer gehasst. Das lag aber alles explodiert, Mann. Das muss doch lang dabei hier tot sein, Mann. Pack's nicht mehr, Mann. Nein, 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 das war's. Was kommt jetzt? Es entwickelt sich weiter. Das ist immer Tribbing. Ja, harmonize, harmonize, harmonize. Okay, es leuchtet grün. Kannst du mal hier erstmal Hast machen? Und dann ballern wir ihn einfach mal ab. So, Hast ist immer gut. So, 121, okay. Ah, zum Glück machen wir immer so viel Schaden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ha! Bleib hier. Ja, komm, Nahkampf. Okay, 200 Schaden, ja, aber es geht schon. Ich habe ein paar Revives. Ich habe vor der Attacke ehrlich gesagt mehr Angst. Ja, was ist jetzt? Warte, 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 wir haben ganz wenig Leben, wir haben ganz wenig Leben. Soll ich einen Full Heal machen? Was haben wir? Revives, when reaches Liberate, Liberates Mitochondria. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Recover, na, so wenig haben wir auch noch nicht. So, 400 Leben. Und ein Schuss noch hinterher. Sehr gut. Wir sind Detective Firebrayer vom NIPD, Mann. Und du wirst festgenommen. Hier wird kein Prozess gemacht. Okay. Ja! Aber wenn es so geht, Mann. Okay, jetzt ist vielleicht gut Zeitpunkt für Full Recover, oder? Nee, ganz ernsthaft, ich lass mich killen. Wisst ihr was? Ich lasse mich echt killen, weil... So. Komm, kill mich, wenn du meinst. Ich hab's noch überlebt, Mann. Wenn ich jetzt echtes überlebe, Mann, mit dem einen dummen Leben, Mann, dann muss ich mich aufregen. Bros kämpfen immer mit einem. Okay, was jetzt? Nur Leben. Okay, ich habe immer noch. Aber jetzt machen wir den. Jetzt kann ich es nicht mehr machen. Okay. Mal jetzt den hier. So. Das war echt eine nice Fähigkeit. Und du hast es geschafft. Liebe Leute, Gold wert, Mann. Okay, Gold wert, Mann. Aber bevor wir jetzt weitermachen und die Sache zu Ende bringen, mal mit diesem Drecksviech, weil es wird wahrscheinlich noch eine Form haben, machen wir eine kleine Karte und beim nächsten Mal beenden wir Parasite Eve. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Und dann geht's los mit dem Grande Finale. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.